Liebe Schmetterlingsfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Eiablage des großen Schillerfalters. In schwülwarmer Luft, wenn Gewitter durchs Land ziehen, kommen die Weibchen des großen Schillerfalters von den Bäumen herab, um auf dem Waldboden nach Mineralien zu suchen. Wenn Mitte bis Ende Juli Gewitterwolken in schwülwarmer Luft durch das Land ziehen, kann man mit etwas Glück Schillerfalterdamen am Boden des Waldes sehen, wie sie dort Mineralien aufnehmen. Die Weibchen des großen Schillerfalters saugen mit ihrem Rüssel die Feuchtigkeit und die darin gelösten Mineralien aus dem Waldboden auf. Später dann legen sie ihre Eier einzeln pro Blatt in der Saalweide, welche halbschattig bis schattig stehen sollte, an einem feuchten Ort ab. Hier haben wir eine ideale Stelle für die Eiablage vom großen Schillerfalter. Links sind mehr Saalweiden, rechts schauen Zitterpappeln hervor. Und wichtig ist, dass bei dem kleinen Schillerfalter die Zitterpappeln in der Sonne stehen, während die Äste der Saalweide sind ideal für die Eiablage von dem großen Schillerfalter. Hier sind auch ideale Eiablageplätze für den großen Schillerfalter. Diese Saalweide direkt vor uns, die befindet sich halbschattig bis schattig an einem feuchten Ort. Das ist natürlich ideal. Und da die Bäume, die oben rausschauen, vor allem der rechts, das ist wieder eine Zitterpappel, das ist natürlich für den kleinen Schillerfalter von Interesse. Hier auch Zitterpappeln, sonnig stehend, etwa 4-5 Meter hoch. Eiablagen konnte ich erkennen in allen Stockwerken. Solche kleinen Biotope am Waldrand, die gilt es natürlich zu erhalten, wenn der kleine und der große Schillerfalter hier sein Auskommen haben soll. Und diese Zitterpappel steht teilweise so, also sie steht so, dass teilweise über den Tag verteilt die Äste und die Blätter im Schatten oder im Halbschatten hängen, und somit ist das für den großen Eisvogel natürlich auch von großer Bedeutung. Hier fliegt auch der große Eisvogel, und würde man solche Bäume entfernen, dann wäre auch das relativ schnell das Aus für den großen Eisvogel.
Das Räubchen in diesem Ei ist leider vertrocknet. Vermutlich stand entweder die Saalweide zu sehr in der Sonne oder ein schattenspendender Baum gegenüber wurde gefällt und somit stand plötzlich die Weide in der Sonne. Dieses Ei war leer. Vermutlich war es gar nicht befruchtet.